Ihr wollt einen schnellen, kurzen, aber doch atemberaubenden Spaß in World of Tanks sehen? Gut, dass ihr bei mir eingeschaltet habt, weil überall anders ist es nicht so. Quatsch. Natürlich ist es woanders auch so, aber trotzdem hoffe ich, euch für die nächsten knapp 6 Minuten unterhalten zu dürfen. Und zwar mit einem Replay von Bonebreaker 1986. Auch viel Spaß beim Eintippen wünsche ich an dieser Stelle. Mit seinem T-54. Karte ist Karelien. Und ja, wir hoffen doch, dass hier ein bisschen Spaß und Freude im Replay sein wird. Mal schauen, was er vorhat. Aber erwartungsgemäß typisch Medium wird er wahrscheinlich versuchen, den Hügel zu erklimmen. Er ist ja recht schnell. Das heißt, er dürfte wohl hochkommen. Problematisch ist dann, wenn dann eher, ob er auch dann da noch Unterstützung bekommt. Weil das ist natürlich häufig so der Fall, dass wenn man den Hügel erklimmt und man dann kein Backup hat, dass man dann gerne einfach mal rausgenommen wird. Er spielt auch den Platoon zusammen mit einer Maus. Auch mal sehr spannende Kombination. So, das Objekt 140. Objekt hat verschossen, er selber hat getroffen. Ist doch schon mal ein gutes Omen. So, jetzt kommt das Objekt mal hoch. Jetzt heißt es erstmal warten. So, Objekt hat geschossen. Sehr gut, jetzt kann er hier wirken. Und sich so ein bisschen austoben. Oh Gott, jetzt hat er Glück, dass die Arti, der M5355 hier ein bisschen daneben schießt. T-34 bounced auch an ihm. So, Auto-Aim nochmal zack drauf. Das gegnerische Objekt macht das hier nicht gut, dass er ihn hier so gewähren lässt. Und jetzt konnte er den auch wirklich rausnehmen, ohne dass das Objekt eingegriffen hat. Da würde ich mich als T-34 ganz schön hart ärgern. So, jetzt fahrt da hinten KV-4 rum. Der geht jetzt wahrscheinlich aufs Objekt und er hilft ihm anders und besser als das Objekt vorhin. Hilft er seinem Teammate. Und dann nimmt er es raus und der Kanamon hat zeitgleich über ihn drüber geschossen. Oh, jetzt wurde er aber getroffen und wurde auch gekettet. Jetzt kriegt er den Hit ganz gut auf ihn ab. So, noch ein schneller Nachsetzen. Ne, braucht er nicht. Wird rausgenommen. T-34 schreibt im Chat. So. Na, da hat er, macht es hier dem wirklich schwer. Hat natürlich auch mit einem Objekt 140 zusammengespielt. Ich habe nur die Maus erwähnt. Wollte jetzt noch schnell nachholen. Nicht, dass es heißt, ich habe die übersehen. Ja, sehr schön. Oben auf dem Deckel. So, da lebt jetzt noch ein bisschen was. Und jetzt mit Schwung nach unten. IS-7 Maus. Das sind natürlich Gegner, die schon definitiv ehrfurchtsvoll sind. Na, da ist er nicht durchgekommen. Aber hier mit den beiden als Flankierhilfe. Oh, da ist ja nochmal ein E50. Da ist ja, und dann noch ein Waffenträger. Das ist ja nochmal mehr als erwartet eigentlich. So, jetzt ist der Waffenträger gekettet. Und jetzt muss er reparieren, hat aber sich selbst dafür viel Zeit lassen. Sehr schön. Den IS-3 mal ganz easy rausgenommen. Wurde aber zeitgleich vom IS-7 gehittet und seinen Motor ihm zerstört. Den könnte aber noch reparieren. So, jetzt kommt der Waffenträger raus und jetzt nimmt er den auch direkt raus. Sehr schön, macht seinen 5. Kill. 3700 Schaden derzeit. Motor ist auch wieder heile. Die heizen hier schon den gehörig ein. Ah, schade. Noch den einen Kill. Nein! Der trifft die Maus. Gut, die ist auch so, die ist nicht zu übersehen. Eigentlich. Schreibt sogar sorry, obwohl es der Zugpartner ist. Schade, schade.
Da wurde ihm der sechste Kill gerade noch verwehrt. Vielleicht findet er noch die anderen beiden. Flink ist er ja. Da ist der AMX. Aber den, glaube ich, bekommt er nicht mehr wirklich. Der AMX nimmt den Bulldog raus. Vielleicht kommt er noch drauf. Oh, Jagdtiger ist da auch noch. Der nimmt ihn natürlich. Da konnte er den Jagdtiger gut treffen. Macht zumindest mal die 4000er voll. Boah, Jagdtiger war ganz schön schnell draußen. So, jetzt nur noch der AMX 50. Wo ist er? Wo ist er? Er tastet sich hier langsam, aber vorsichtig hoch. Da ist er. Und mal schauen. Jetzt ist er nicht mehr weit weg. Oh, die Arti nimmt ihn raus. Naja, schade. Der sechste Kill sollte nicht sein, Top Gun nicht, aber trotzdem Panzer Ass. Und in einer schnellen und kurzen Runde war es doch sehr amüsant. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir hat es gut gefallen. Bonebreaker, vielen Dank an dieser Stelle und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.